Was ist eine Blase? Sie wird immer größer, ist innen hohl mit viel heißer Luft und platzt. Es gibt Spekulationsblasen, Immobilienblasen, Internetblasen. Sie entstehen dann, wenn die Preise weit über dem Wert der Produkte liegen. Wie zum Beispiel 1637 in Holland. Tulpen waren neu, daher begehrt und teuer. Händler kauften massenweise Tulpenzwiebeln, spekulierten auf Riesengewinne. Das trieb den Preis extrem in die Höhe. Drei Zwiebeln, sagt man, kosteten so viel wie ein ganzes Haus. Doch dann kamen Zweifel. Sind Preis und Ware ausgewogen? Es kam zu Panikverkäufen und damit zu einer Tulpenschwemme. Der Preis sank, erst langsam, dann rapide. Bald lag er weit unter dem, was Händler bezahlt hatten. Sie machten Verluste, gingen pleite, die Blase platzte. Das tat weh und trotzdem, Blasen gibt es immer wieder. Bei Rohstoffen, Aktien von Internetfirmen oder Immobilien. Wie zum Beispiel in den USA. Kredite für Häuser wurden ohne Sicherheiten vergeben. Das ging gut, solange die Preise stiegen. Doch dann fielen sie. Die Häuser verloren an Wert und die Kredite auch. Die Blase platzte. Banken gingen pleite. Das löste sogar eine weltweite Finanzkrise aus. Einfach eins und eins zusammenzählen, so lassen sich Blasen nicht vorhersagen. Psychologen sprechen von menschlicher Gier oder Herdentrieb. Ob man in eine Blase geraten ist, sieht man meist erst dann, wenn es knallt. Doch etwas Positives hat das Platzen der Blase auch. Es bereinigt den Markt.